Hallo aus Lesbos. Ich sitze hier auf meinem Balkon, einer Wohnung in einem kleinen 250-Einwohner-Dorf im Norden der Insel Lesbos. Vor einer Woche ist wieder mal, wie circa jede Woche in dieser Region, an diesen zwei, drei Stränden, die Sie hier sehen, die Küste, ein Boot angekommen. 30 Kinder, darunter sehr viele Kleinkinder und Babys, 20 Erwachsene. Sie sind hinter diesem grünen Hügel dort mit einem Boot aus der Türkei, die Sie im Hintergrund sehen, nur ein paar wenige Kilometer entfernt, angekommen am frühen Morgen. Sie wurden dann auf einem Feldweg, der nicht besonders befahren ist, zwei, drei Nachbarn, die dort zu ihren Schafen gefahren sind, haben sie auch gesehen, festgehalten. Zwei schwarze Jeeps, vermutlich der Geheimpolizei. Die Leute haben Hilfe gesucht, haben mit ihren Handys versucht, Kontakt aufzunehmen zur Organisation und gesagt, wir sind hier, bitte helft uns. 2 Uhr waren die sämtliche Handys vermutlich abgenommen, ausgestellt. Als wir danach fragten, wo sind diese Menschen? Warum sind sie nicht registriert worden? Warum sind sie nicht im Karate P2? Warum sind sie nicht im Quarantänecamp, wie das sonst so läuft? Keiner hat was gesehen. Diese Menschen sind von der Geheimpolizei zurück in ein großes Boot, vermutlich der Küstenwache, gewalttätig zurückgedrängt worden. Sie wurden dann mit dem Boot in der Mitte des Meeres ausgesetzt, in schwimmende Rettungsinseln gedrängt und sich selbst überlassen. In der Nacht, Stunden später, viele Stunden später, wurden sie von der türkischen Küstenwache aufgegriffen. Gott sei Dank. Es hätte schlimmer kommen können. Sie hätten ertrinken können. Die griechische Regierung behauptet weiterhin, dass so etwas nicht passiert. Wir sehen es aber jeden Tag. Dennoch können wir nichts tun. Was sollen wir tun? Journalisten, die darüber berichten wollen, fürchten um ihre Lizenz. Helfende, die helfen wollen, fürchten, verhaftet zu werden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich wohne hier. Ich sehe das. Jeden Tag. Meine Nachbarn sehen das. Deswegen möchte ich, dass wir weiter darüber berichten, dass wir aufschreien. Wir können das nicht passieren lassen.